Christi, fein, dass du wieder dabei genommen hast für eine neue Sendung Mundart und Musik. Die heutige Sendung heißt deswegen ein paar lange, weil ich versucht habe, einmal längere Gedichte von meinen Dichterinnen und Dichtern unterzubringen. Durch die Beschränkung vom Sendeplatz vom lokalen Kanal TV, um das ich ja sehr froh bin, ist aber ein wenig eng, zu viele nette Gedichte, zu viele nette Muse bei zu wenig Zeit. Am Anfang haben wir die Hipfelhüttenbalken von der Holzmusik Kärntenkrad, ein Video vom Tiroler Volksmusikverein. Dankeschön. Es lesen diesmal die Dichterinnen und Dichter Helene Bachler, Kathi Kitzbichler, Anne Rabel, Klaus Reitler, Lisi Wimmer und ein paar von mir. Dazwischen hören wir die Musi vom Kostner Markreiter Strasser Trio mit wunderschönen Fotos vom Naturfotografen Herbert Leiminger, der uns die Fotos immer wieder zur Verfügung stellt. Dankeschön. So, jetzt lade ich zurück. 35 Minuten Mundart und Musik. Heute gibt's ein Mullkiwi und ein Sperrmull. Und das wirst gleich einmal etwas verschmissen. Früher hat's ein Hüher oder ein Rumpikamal gegeben, wo so allerhand aufgehalten worden ist. Und so ist so manche Rarität wieder zum Vorschein gekommen, wenn ausgekramt worden ist. Das Rumpikamal. Den nächsten Sperrmull werde ich nutzen und einmal das Rumpikamal putzen. Gott weiß ich noch nicht, was ich verschmeiß. Kopf hat's ja alles einmal seinen Preis. Das Rumpikamal geht fast über. Übers Klump fliegen wir schon drüber. Geh ganz gleich und wär's zusammenrammen und vor vergangene Zeiten drammen. Her geht zuerst ein Haufen Kinderzeug, zum Weiterschmeißen hätt's mit Kreut. Alte Heftel vor die Schuhe, ganz und in liegt gar ein Luier. Das Kachel geht jetzt auch noch her, das mag's Sicherheit nicht mehr. Schachtel gefüllt mit lauter Kraffi, Kistel, Sick, ein Plastikschaffi. Und ganz hinten steht der alte Truch mit Faschingzeug und dernsen Kruch. Ein Fahrreiter und ein kleiner Korb, ein paar Dosen mit ein bisschen Farb. Auch das wärst nicht zum Kalten sein. Haferl, Schüsseln, a große Reihe, a alte Rodel, a Ball Ski und überall ist etwas hin. Teppich zahlt noch hübscher Knollen, a paar neue Dockelsäulen, das Dockelzeug und a paar Leisten. Foto, unbekannte meisten. A Begleisen mit Glut zum Füllen, a Strohhut und a alte Brünn, a Hackelstecken und a kleines Hammerl,
was gerade alles Platz gehabt hat, der Kamal. Blumengeschirr und Plastikrosen, Wickglasl und bunte Dosen. Ein Barometer, die alte Kochuhr, Elektroschalter und eine Trumpfschnur. Ein Christbaumkreuz und zwei Nachtskrippe. Heiligenfiguren, gleich eine ganze Trippe. Ein Tabakbeutel und eine kleine Pfeife. Mein Buckel wärst vom Klaum schon steif. Von der Großtante nur ein paar Gewandl, eine Scheie mit einem goldenen Randl. Dazwischen huckt ein Tettibär, big oder erschrocken, als ein Geblär. Ein Kinderwagel ohne Dache, eine alte Kuhglocke ohne Klache, ein paar Säck mit scharfen Wollen und der Betten, ganz eine große Ruin. Das kleine Kerwe von den Katzen und ein paar Federkernmatratzen, Stiefel, Schlapper, alte Schuhe, ein Birche, was ich lang schon suche. Von Hausbau nur ein paar rote Zirkel und her geht auch der alte Küchenspiegel. Alte Kastel, Büttelbänk und alles voll Stab. Und das nicht zwing. Ein Drumteppich, ein Federbett, da kommt was zum, ist gar gefritt. Eine Gitarre mit drei Sorten und eine Schachtel voll mit Hobischorten. Alte Janker, ein Buckelkracks, ein Stuckerl mit einem gebrochenen Hax, Bastelzeug und Christbaumschmuck und von Versächzeug ein paar Stück. Alte Bettwäsche, ein paar Decken, Schaben der Fressen, Zanderschrecken, eine ganze Schachtel voll Pokal, ein Rahlbump, ein Kinderschal, ein Hirschgeweih und ein Krug von Gams und siehst noch euer Hand Krimskrams. Und ich muss mich die längste Zeit schon fragen, wohin sollt ich das Zeug alles tragen? Jetzt brauche ich die Eppern, der das versteht. Was ist jetzt da Müll und was Rarität? Vielleicht gibt's ja einmal Eppern, denen was das Zeug gefällt. Nachher machen sie die Sammlung am Ende gar noch bezahlt. Zum gar alles verschmeißen ist ganz gewiss noch schade, weil es jetzt auch leichter Platz da in hat. Und so putze das Kammerl, ramm das halb wieder ein. Es muss ja nicht alles heut schon verschmissen sein. Die Tante Lena. Die Tante Lena hat ja die Verwandten alle 14 Tage geschrien. Ich muss sterben bald. Mit mir geht's abwärts ganz schlimm. Wenn's wollt von mir etwas erben, müsst kommen ganz geschwind. Denn es kriegt nur dir etwas, denn wenn ich stirb, bei mir sind. Und wirklich sind alle 14 Tage gekommen, haben mitleidig gefragt, wie geht's dir, Tante Lena? Und wenn dann alle da waren, ist sie gegangen ganz gut. Drum hat einmal gepackt, einen Verwandten, die Wut. Und wie's nächstes Mal da stirbt, die Tante Lena hat geschrien, schreib ich zurück, ich stirb auch grad. Wir treffen den drüben. Der pfiffige Gatte. Ich hab zwar nicht die liebe Freund, die sind im Ehebund vereint, aber wie man das wohl öfter kennt, schlafen die zwei schon lang getrennt. Weil er so schrecklich schnarchen tut, schlaft sie bei ihm nicht narrisch gut. Ja, wie ist das mit den Ehepflichten? Wie dort sie's dir dann verrichten? Werden's öfter mal neugierig gefragt. Drauf er meist ganz ruhig sag, wenn ich möcht, das Kind, dann pfeife ich. Ja, und wie tut nachher sie? Ja, sie, da hüft sie schon, das magst mir glauben. Um sie braucht sie keiner Gramm. Sie schleicht immer zu mir, gach, ganz geschwind ins Schlafgemach und fragt mich ganz verkniffen, Schatzi, hast du schon pfiffen? Jetzt ist mein Freund aber schon älterer Herr. Und ich mein, recht oft pfeift er nimmer mehr. Und es passt ihm allweil wieder grad, wenn sie nicht fragt, ob er schon pfiffen hat. Thank you.
nichts geht verloren. Wenn ich mich echt auf das nicht einlassen hätte, sind erst Luise, der vor einer großen Herausforderung steht. Dabei er auf die Uhr schaut, wie ein Spatz im Bett ihn nochmal umgedreht, geht's ihm ein Ries, weil schon extra die Zeit zum Aufstehen ist. Aber das fällt ihm heute extra schwer. Ja, wenn's echt gerade erst Mitternacht war, er dreht sich auf die Zeit, wie ein Kuh, die am Fuß hat, und gerade, ja, gerade wie er jetzt auf der Bettkante huckt, sich langsam und behäbig um seine Socken buckt, kommt bei einem Vieh. Irgendwann im Leben hat es so eine Situation schon einmal gegeben. Ja, genau. Er hat damals noch bei den Schülern Fußball gespielt. Da hat er sich auch einmal so elendig und niedergeschlagen gefühlt. Ist er der Kabine in so ganz ohne Biss neben seinen Trainer geguckt und hat sich gleich wie heute langsam und behäbig um seine damals weiß-blauen Stutzen guckt. Ja, das ist ihm alles im Hinterkopf geblieben. Auch wie der Trainer zu ihm gesagt hat, komm, reiß dich zusammen, Luise, lass das Glasl halb voll sein, nicht halb leer. Ja, er hat sogar das Gefühl, wie wenn der Trainer wieder neben ihm war. Und er spürt jetzt auf einmal auch die Ruhe, die er ausgestellt hat, der Leib geht da nicht. Und herrscht, wie er gesagt hat, puh, wenn ich einmal ein Spiel verliere, das ist kein Schande, aber auf das wir. Ja, auf das wir kommen zu. Merkt eins mal Kuh und weißt nicht alle Gewinner. Und es weißt dann im Leben nicht alles, was man will, gelingen. Das ist, wie schon gesagt, kein Schande. Und er spießt jetzt sogar an Toni seine Hand auf seiner Schulter und herrscht, wie er vorgefahren ist. Bum, das gut darf ich hinkommen. Und auch nicht gehabt beim Fußball, das ist im Leben. Drum, wenn wir heute unser Bestes geben, ist das Resultat nicht, was zählt. Wichtig ist, wir haben uns der Herausforderung gestellt. Drum, ein Spiel verlieren ist nicht so weit. Die Hauptsache ist, wir haben gescheit Fußball gespielt. Ja, all die Erinnerungen sind wieder da, wie in einem Film läuft so. Er sieht einen Trainer, da steht in seiner rauten Hosen, er erinnert sich, wie er damals gesagt hat, Burm dat's losen, heut gut's, dass man fein kann, gerade den Nacho spitz. Ja, dat's man am Fußball nicht beleidigen, spitz auf Angriff und dat's nicht verteidigen. Ja, die Botschaft kommt bei Luis, jetzt noch so ein Puls, erst nach Jahrzehnten, nicht schon nach Monat oder Wochen, schien statt wieder aus seinem Hinterkopf gerochen. Da in ins Gelegen, gut verschlossen und verspäst, und hat sich interessanterweise so lang gewischt, ihm wieder das Bewusstsein zurückkam. Ja, da muss er sich zuerst um seine Socken bucken, damit sie einen Weg kann finden, von Kopf ganz hinten bis ganz nach vorn. Drum, da sieht man es wieder, es geht nichts verloren. Es ist oft nur zu gut versteckt und wart, bis man es wieder weckt. Grüß dich. Heute hätte ich mal eine Geschichte von einer Wanderung am Jakobsweg. Den Jakobsweg zu gehen, das liegt im Trend. Bei uns geht auch noch vorbei, den jeder kennt, geht von Lofer weg bis ins Oberland. Ist schön, die Natur ein wenig zu wandern miteinander. Die Klosterschwester Martha hat den Wunsch, sie möchte sich unbedingt den Traum erfüllen und alle 13 Etappen bis zum Arlberg gehen. Als Höhepunkt in deinem Leben, man kann es verstehen. Das ist schön, gib Antwort auf so viele Fragen. Entlang die Bach, die Berg, an dem einmal Satz und Blogen, Sonnenschein, Hitz, dann wieder auch ein Regen. Sie hat das Gefühl, der Herr begleitet sie mit seinen Segen. Sie trifft viel Leid, es wird viel geredet. Auf die Nacht fällt es meistens mehr ins Bett. Das Gemeinschaftsgefühl ist gut fürs Gemüt. Falls er nah ist, tramst ein wenig oder singaliert. Der Pater Benedikt ist aus dem Stubai da gekommen. Man kann ja den Jakobsweg auch über den Weg nehmen. Er trifft die Schwester Martha, sie dann sie zusammen.
was den gleichen Weg auf der letzten Etappe haben. In St. Anton im Widum ist nichts mehr frei. Sie müssen sich ein Zimmer teilen, es ist zwar nicht frei, wird aber schon funktionieren, Sie sehen ja im Zölibat. War schon zu hoffen, dass da nichts passieren tat. Es dauert nicht lang, bis sie die Martha riecht. Jammert, dass er viel zu kalt ist, dass die Füße nicht mehr gespürst, dass er der Benedikt der Decken bringen sollte, das war nicht. Er hupft aber noch gleich wieder zurück ins warme Bett. Mir ist allweil nur so kalt, ich schlaf's nicht ein. Kannst mir noch einmal helfen, das war fein. Der Benedikt findet, irgendwas ist anders an der Stimme. Er bringt aber noch einmal Deck, ist ja nicht schlimm. Sollt man so da, als wäre man verheiratet wand. Niemand wär's der Fragen, weil wir ja lange nicht gesandt. Die Verzweiflung in der Stimme kann man richtig hören. Sie klingt sehnsüchtig. Er weiß aber nicht, was soll daraus noch werden. Am Benedikt wärst schier. Er ist nicht zum Lachen. Ja, das können wir schon probieren, genauso werden wir es machen. Da brauche ich nicht mehr raus aus meinem warmen Bett. Du kannst dir die Decken auch selber holen. Geh, sei dich zu nett. Hast es mir leer. Du hast jetzt keinen Urlaub, keine Freizeit nicht mehr. Du hast keine Ferien, keine Zeit für die Ruhe. Sollst das und das machen, da geht's jetzt zu. Bist du in der Rente, ruft jeder gleich um und meint, dass er jederzeit lästig sein kann. Du sollst dem was helfen, weil du was tun musst, weil du es ja eh nur mehr Daumen dran tust. Geht einer in die Rente, dann herrscht die Leute sagen, ist der schon so alt? Hörst du sie dann fragen. Mei, der kann jetzt rosten. Mei, der hat's jetzt schön. Braucht gar nichts mehr da. Kann in Ruhestand gehen. Was denken die Leute gerade? Die haben ja keinen Tau. Was die Rentner für einen Stress haben, ob Mann oder Frau. Der eine muss in die Sauna, der eine zum Friseur. Heute richten sich Rentner nur jung und fesch her. Der Hans geht zum Training, der Ferdl fährt Ski, der Heislinger Sepp muss zum Tennis spielen hin. Die Frauen gehen zum Turner, Aerobic, Feng Shui. Sie machen Pilates, das ist jetzt ganz neu. Sie gehen mit den Stecken und halten sich fit. Sie machen bei jeder Veranstaltung mit. Sie gehen auch gern wandern und singen im Chor. Sie fahren mit dem Radl, haben alle was vor. Die Rentner dann schnitzen, dann gern musizieren. So mancher dort auch noch einen Marsch komponieren. Der eine geht kasteln, der andere dort schreien. Da kufi am Blödsinn, keine Zeit überbleiben. Ein Rentner dort bergsteigen und fotografieren. Dort pflanzen und gasteln und Baum okkulieren. Dort Krippenberg bauen, dort basteln und malen. Ein anderer schießt auch noch die Tore mit dem Ballen. Es gibt Rentner, die bauen sich sogar nur ein Haus. Sie sind kreativ, Tag ein und Tag aus. Der eine dort segeln, der andere dort fliegen. Und Kuh von dem Rasen gar nimmer genug kriegen.
Ein Rentner muss auch auf dem Laufenden bleiben, muss Vorträge besuchen, beim Kurs sich einschreiben, muss Technik begreifen, die bleibt ja nicht stehen. Er muss mit der Zeit und mit dem Fortschritt mitgehen. Er hat jetzt ein neues Betätigungsfeld, kann surfen und chatten rundum in seiner Welt. Computer sind wichtig in der heutigen Zeit, die muss er beherrschen, sonst kommt er nicht weit. Sonst ist man als Rentner ganz gleich hinter den Mond, man wärst halt von nix und von gar nichts verschont. Als Rentner, da hat man halt alle was da. Der Stundenplanumfang, der ist für ihn nicht klar. Ein Rentner, der kommt von der Arbeit nicht raus, die wart überall, im Garten, ums Haus. Es gibt halt was zu werken rund um die Uhr. Von Ferien und Urlaub gibt's weit um keine Spur. Ein Stammtisch gibt's auch noch, einmal in der Woche. Da muss er auch hingehen, das gehörst du ja doch. Termine, Jahr aus und Jahr ein. So ist's in der Renten, es muss halt so sein. Fast gar jeder Rentner ein Ehrenamt hat. Da gibt's auch viel Arbeit, ob früh oder spät. Die Rentner verschenken damit ganz viel Zeit, bewirken viel Gutes für die Öffentlichkeit. Ja, so ein Rentner ist alle auf Trab. Was tat man gerade, wenn's keine Rentner nicht gab? Weil das ist gewaltig, was mancher so tut. Gottlob sind die Leidl nur rüstig und gut. Wer meint, so ein Rentner, der hat ja leicht Zeit. Der hat gar keine Ahnung, der ist ja gar gescheit. Kein Fenster da gibt's jetzt, kein Zeitausgleich mehr. Wo nimmt so ein Rentner die Freizeit gerade her? Kein Stindl zum Rosten und gar nicht dabei. Bei den Rentner, da gibt's keine Faulenzerei. Er muss halt auch kinzen, die Enkel ausführen, bei den Hausaufgaben helfen und alles korrigieren. Wenn's der Rentner bist, hast du viel Arbeit alltag. Das ist kein Schlafe und auch kein Rasterl mehr Druck. Der Rentner hat's gnädig, er muss sich allem schleien. Er arbeitet daheim und auch im Verein. Der Rentnergruß ist ja an jeden bekannt. Den kennt er jetzt Kind bei uns da im Land. So grüßen der Wastel, der Franz und der Veit. Für Gott, ich hab's gnädig. Hu keine Zeit. Marlene hat die Zeitung geschrieben. Ich bin 30 Jahre und überblieben. Jetzt tat ich halt einen Mann gern mein. Könnt's eine Nase in die Zeitung geben? Sie schreibt mir zurück, wie schaut's denn aus? Hast du Geld oder bist du arm wie eine Kirchenmaus? Wie ist die Figur? Bist schlank, bist dick. Und Marlene, die schreibt gleich zurück. Schürch bin ich nicht, das müsst ihr nicht meinen. Und das Holz von der Tür klang leicht für einen. Arm bin ich nicht, nein, arm gar nie. Ich habe 5 Focken und 5 Kühe. Darauf ruft zu der erste schon bald, wie viel steht Holz in deinem Wald? Der zweite fragt, ob's einen Traktor hat. Und wie schnell das in der Stunde geht. Der dritte schreibt, hast Baugrinder auch? Die waren jetzt schon ganz furchtbar rar. Ich darf der Häusl mir gern bauen. Ich werde die Zeigel mir anschauen. Marlene, die war ganz verzockt, weil jeder noch eine Sache fragt. Und sie möchte einen, der das Herz ihr schenkt und nicht an Kieh und Focken denkt. Die Mam sagt, Dirndl wirst du sehen. Jetzt bist die Linkszeit ledig gewesen. Und es kommt ein Brief mit ganz viel Herzzeit drauf. Und Marlene reißt den freudig auf. Und drin da steht, ich hätte gern. Dann schaut sie auf den Absender von den Herrn und schreit der Mann, ich glaub, ich bin. Jetzt hat sogar der Papa geschrieben. Am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Burlein, heuer schaut's mit Töpfe nicht gut aus. Trotzdem klaue ich ein Edler für meine Nachbarin draus. Man soll auch da nicht so sein. Sie wirst sich sicher gefreien, wenn ich ein Edler schenk. Zwar hun ich noch an mein selber zwink. Trotzdem, es wirst nichts nutzen. Hoffentlich gehört er sich heuer seine Sau am Putzen. Ich hab da nie recht der Freude. Aber wenn er mir schon ein Geld, muss ich es halt echt schirgen nehmen. Was ist nachher, soll da halt kommen und soll's bringen. Mir tut's nix und bei ihm wirst's kriegen.
So kann es dir gehen. Gut gemacht und schlecht getroffen. Vierte. So, das war's wieder. Wir lesen jetzt noch ein paar Gedichte zum Abschluss und dann hören wir noch den Ruhezmarsch von der Stubaier Freitagsmusi. Die hat uns ja schon mehrfach mit netter Musik beglückt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Das würde uns gefreuen. Enka Kottbickel. Die Kirche, die wirst du jetzt renovierst. Die Kirche, die wirst du jetzt renovierst, weil man duscht und da einen Holzwurm gespürst. Am Dachboden, da fangen sie an, dass ja kein Tropf mehr eingehen kann. Die Kinder schauen und stehen beieinander, ein Glas hält Mama bei der Hand. Und wie sie Schindeln runterschmeißen, sagst du ihnen ganz so schuldig, ist der Pfarrer gestorben, weil sie die Kirche verrissen. Christi, heute hat er mal eine Geschichte von einem, der lebende Kranken gemacht. Der Herbst war heuer schon mal richtig kalt. Hat hergesehen, es schneit bald. Beim Kochhofen hocken, ein wenig lesen, ist schon Vorbereitung für den Winter gewesen. Auf einmal trat das Wetter wieder um. Auf die Berg liegt Schnee schon um und um. Da leuchten die Bäume, die Sonne ist fein. Gerade so soll es bei uns im Spätherbst sein. Ein Löskämpfi, es muss noch einmal sein. Ein Teich geht krank im Brocken, das war fein. Ein Wuschbrot, ein Bierl und beim Gipfelkreuz hucken, das da dann Louis noch einmal so richtig jucken. Aber lang ist langweilig. Wer konnte da sein? Denkt nach, welcher Freund hat vielleicht dabei? Der Sepp. Der fällt einem als erster ein. Mit dem versteht er sich gut, mit dem war es fein. Der Sepp hat am Telefon nicht ganz gleich an. Der Louis meint schon, der Sepp ist vielleicht nicht da. Hier bei Huber. Was kann ich für Sie tun, das fragt er. Da ist der Louis, möchtest du mit mir die Kranken gehen, sagt er. Der Sepp sagt nichts, am anderen Ende ist ein Puls ein Staat, ein Louis kann viel, dass der Sepp nachdenken tat. Geh weiter, sei nicht fad, pack dich zusammen, bis sicher, dass wir bei dem weder eine Gaudi haben. Na, das lassen wir lieber, ich liege auf der Veranda. Man gewascht's. Der Louis denkt wie die meisten Männer, das macht nix, lasst euch grad dabei, das stört mich nicht. Geht's danach duschen, dann nimmst du einfach deine Veranda mit. So kann's gehen, wenn man's falsch versteht. Vierte. Der Regenbogen. Unser Bub wollte mit 3 Jahren einen Regenbogen fangen und ist frisch drauf los auf den Bogen zugegangen. Aber weiter und weiter ist er gesaust in sein Bub mit Kiewer und Kescher an Regenbogen zu. Die herrlichen Farben sind langsam verschwunden. Der Bub mit dem Kiewer hat einen Regenbogen nicht gefunden. Das nächste Mal, Mama, da mach ich's ganz gescheit. Da schmeiß ich mein Lasso ganz hoch und ganz weit. Ich hol mir den Bogen, den Streifen, den langen. Dann kann ich die Farben ins Kiewer einfangen. Mann und Weib. Vom Huberbauern der Franz, der hat ganz blöde Tanz.
Er stüht seiner Ehefrau, der Bella, die besten Brocken weg vom Teller. Dies ziehen sie schon die längste Zeit und jetzt brummelt's mit ihm einmal gescheit. Das ist mein und das ist dein. Das wirst du euch wohl zu merken sein. Daraufhin sofort kommt er mit einem gescheiten Spruch daher. Teilen sollt man alles miteinander. Das ist dir wohl auch bekannt. Denn Mann und Weib ist ein Leib. Kann schon sein, dass ein Leib sind, Mann und Weib, sag's drauf. Aber nicht der gleiche Schlund, du verdammter Hund.